Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eine Bulgur-Linsensuppe machen könnt. Die geht ganz einfach und simpel und muss echt nicht lange oder viel köcheln, braucht nicht viel Energie und lässt sich auch super über mehrere Tage genießen bzw. einfrieren. Los geht's! Für die Suppe brauchen wir natürlich Bulgur, rote Linsen, Tomatenmark, gewürfelte, gehackte Tomaten, eine Zwiebel und Knoblauch, Liter Gemüsebrühe und für das Minzöl brauche ich hier getrocknete Minze. Ihr könnt natürlich auch frische nehmen, aber ich habe getrocknete. So, die Zwiebeln und den Knoblauch habe ich jetzt klein gehackt und die gebe ich jetzt in Olivenöl und brate sie so glasig an. Und dann gebe ich das Tomatenmark dazu und die gehackten Tomaten und dann gebe ich den Bulgur und die Linsen dazu und die Gemüsebrühe. Ja, und dann köchelt es für 20 Minuten ungefähr bei niedriger Temperatur. Hier habe ich jetzt die Tomaten dazu gegeben. Jetzt kommt noch die Brühe dazu. Und der Bulgur und die Linsen. Rühre ich noch ein und dann kommt der Deckel drauf. Und das Ganze dauert 20 Minuten.